Lilo, es wird Herbst, Herbst. Und was macht man im Herbst? Man fängt an aufzuräumen. Und in meinem Fall Wäsche waschen. Ja, Wäsche waschen machen Männer gern. Obwohl wir genetisch inkompatibel sind zum Wäsche waschen, müssen wir ab und zu mal Wäsche trocknen. Hier ein Bildschirmfoto von gestern, 23.17 Uhr, Audacity, das Audacity-Programm. Was hat das jetzt mit Wäschewaschen und Herbst zu tun? Ja, das will ich euch wohl erzählen. So, ich habe nämlich ein Problem. So, Männer an sich genetisch inkompatibel zu elektrischen Maschinen, die den Haushalt betreffen und Wäschewaschen an sich, ne? Es war 23 Uhr, beziehungsweise es war 2 Stunden bevor 23 Uhr. Ich musste Wäsche waschen, ne? Und ich hatte keine Lust, dauernd im Keller zu gucken, ist der Wäschetrockner schon fertig? Und da bin ich immer noch fertig, ja. Vor allem das habe ich dann gelöst, ne? Ich wollte nicht dauernd im Keller. Ja, wie löst man das? Hightech-mäßig, ne? Mit Audacity habe ich das dann gelöst. Ja, wie mit Audacity gelöst, ja. Es ist folgendes. Ich habe so einen Wäschetrockner, ja, der steht natürlich jetzt nicht da, wo ich jetzt sitze. Ne? Der steht natürlich da, wo er Krach machen kann, wo es kalt ist und nass ist. Und so ein Ding muss natürlich irgendwann mal fertig sein. Man weiß aber nie so wirklich, nö, ist jetzt soweit. Ne? Viele Knöpfe geht uns aber schon weit. Nee, kennen wir uns nicht mit aus. Jetzt müssen wir irgendwie rauskriegen, es ist schon spät. Ne? Es ist schon spät, wir haben keine Lust dauernd in den Keller. Ne? Was kann man tun? Ne? So ein Babyphone hatte ich erst gedacht. Ne? So ein Babyphone hingestellt und dann weiß ich genau, wenn der umschaltet von extra trocken und schranktrocken und wie auch immer ist er fertig, dann macht's klack. Und dann weiß ich, kann ich in den Keller eigentlich. Jetzt habe ich als Junggeselle eher wenig Babyphones zur Hand. Ne? Gut, Smartphone hätte ich. Ne? Ja, ein Smartphone jetzt auf so einen Wäschetrockner legen. Rappelt runter, fällt runter, geht kaputt, es ist feucht in dem Raum, geht das Smartphone kaputt, einer nimmt es mit, der es gebrauchen kann, Kinder spielen mit rum, das Smartphone ist fort, blöd, ne? Dann auch das Raumgeräusch überwachen, übers Internet übertragen, ist doof, habe ich gedacht, alles nix oder, ne? Laptop in den Raum stellen mit einer Webcam ist auch blöd, ne? Der Laptop fällt auch wieder runter von den Dingen, alles nix, ne? Und wird geklaut und ist fort und wie auch immer, ja. Da bin ich drauf gekommen. Ich besitze ein Headset. Ich bin ja nicht doof. Ne? Männer sind an sich ja nicht nur faul. Nur, wie gesagt, elektrische Geräte, die den Haushalt betreffen, da geht uns nicht so an uns. Ich habe ein Headset und das ist kabellos. Ne? Das hat kein Kabel. Unser Headset ist nicht nur zum Musik hören. Da kann man auch reinsprechen. Ne? Das hat so ein Ding zum Ausklappen. So. Und da kann man den Ton aufnehmen, kabellos. Ha, dachte ich, das ist mein Babyphone jetzt. Das ist mein Hightech-Babyphone jetzt. So, das werden wir schon kriegen. So, was habe ich gemacht? Mein Headset, kabellos, nichts Schriffe dran. Schön mal ordentlich auf dem Wäschetrockner. Könnte auch die Waschmaschine sein, spielt jetzt keine Rolle. Der Ton kommt hier, das Ding macht Krach. Wie das mit so einer Maschine so ist, ne? Und wenn das Zeitprogramm umschaltet, es ist bald fertig, ne? Ich bin auch bald fertig hier, dann ändert sich der Ton. Und das könnte ich doch jetzt hier irgendwie übertragen zu dem Raum, wo ich sitze, wo es warm ist und kuschelig, ne? Und zu meinem Laptop, den ich nicht hier in den feuchten Raum stellen will. Da dachte ich so, ja, das geht. Ne? So, Bums, damit mir keiner mein schönes Headset klaut, ne? Und damit das nicht so ausfällt und nicht jeder denkt, der das sieht, der hat auch eine Waffel, ne? Gut, dass es keiner auf YouTube sieht, was ich alles mache. Aber das war schon mal getarnt. Jetzt war das Headset, das da drunter ist, nicht mehr zu sehen. Ja, das Ding also wäscht und rappelt und tut. Und wenn es da umschaltet, klack, ne, macht es ein anderes Geräusch. So, also dieses Funksignal, also dieses Audiosignal per Funk. Per Funk. Zu mir hoch. Ne? Gut, am Laptop gibt es natürlich entsprechenden Empfänger. Jetzt ist natürlich die Reichweite von so einem Headset nicht so wahnsinnig groß. Andererseits wollte ich den Laptop nicht irgendwo in den Flur stellen. Bin drauf gekommen. Ne? Also hier ist so der Empfänger, hier haben wir einen Laptop. Ah, jetzt machen wir ein USB-Verlängerungskabel dran. Der USB-Verlängerungskabel, ne? Das ist der Empfänger, wo das Funksignal, also der Ton, ankommt. Ne? Von dem Ding, was im Keller rumliegt, wo es rappelt. Ne? Gut, hier kommt der Ton an.
USB-Verlängerungskabel, damit ich das USB-Verlängerungskabel samt Funkempfänger in den Flur legen kann, ne, wo ich den Laptop nicht haben wollte. So, und dann habe ich meinen Laptop dahingestellt, wo er schön kuschelig steht, wo er keiner klaut, wo er gut stehen kann, wo ich den auch sehen kann. Ne? Vom Wohnzimmer aus mal eben in den Flur, mal gucken, aha, ja, da sah ich dann Audacity, diese Kurve. Mein USB-Verlängerungskabel unter der Tür durch, in den kalte Flur, da wo ich den Laptop nicht habe stehen wollen. Tief unten in den Katakomben, mein Headset auf der Maschine. Und schon hatte ich wunderbar, diese Aufzeichnungskurve und konnte dann kurz vor Mitternacht sehen, ha, da hast du klack gemacht. Ne? Da war 30 Sekunden plötzlich Pause, da wusste ich, jetzt ist es soweit. Ne? Jetzt kann ich mal langsam killern. Es ist ja nicht so, dass ich faul wäre. Bin ja nur, Mann, das ist genetisch, kann auch nichts sagen. Gut, hier sehen wir die Originalaufzeichnungskurve. Sehr schön zu sehen. Ich habe dann rausgefunden, es gibt, bevor mein Knitterschutz anfängt, noch eine Vorschaltstufe, die ich gar nicht sehen konnte am Gerät. Wunderbar. Ich habe rausgefunden, es gibt 30 Sekunden Ruhepause, da kühlt das Ding nämlich erstmal ab. Ne? Macht Pause, ist fertig, jetzt mit Wäsche trocknen. Dann kühlt es 30 Sekunden ab, konnte ich vorher gar nicht sehen. Ne? Jetzt kann ich jetzt sehen. Ne? Ah, ja, Wäschetrockner-Analyseprogramm, wunderbar, Hightech-Version. Ne? Und konnte sehen, jetzt 30 Sekunden Pause, jetzt ist es soweit. Ne? Da dachte ich schon, jetzt wäre Knitterschutz, war aber gar nicht. Hab das nochmal so 10 Minuten laufen lassen. Das war nämlich die Abkühlphase, ne? Da war das Ding mit Trocknen fertig, Abkühlphase. Knitterschutz war noch gar nicht so weit, ja, aber es war gut. Ich runter in den Keller, hab gedacht, jetzt, das hat nicht funktioniert. Hab die Wäsche mal aufgemacht, wunderbar. Ne? Ich konnte schon früher rausnehmen, wie sonst, weil ich brauchte gar nicht auf den Knitterschutz zu warten. Das Ding war schon abgekühlt vorher. Knitterschutz kommt später, wunderbar. Menge Zeit gespart, nachts um spät. Mit der Hightech-Variante, mit dem Headset auf dem Trockner. Geht natürlich mit der Waschmaschine genauso, je nach Headset, Reichweite unterschiedlich. Kommt auch an, wie dick die Kellerdecke ist. Wie gesagt, USB-Verlängerungskabel gut für. Wer das lieber mit dem Smartphone machen will, bitteschön. Wer alleine wohnt, da wohnen mehrere Leute, da stehen auch andere Maschinen, wollte ich nicht mein gutes Smartphone mit meinen Daten drauf da rumliegen haben, kein Babyphone zur Hand, da hätte ich erst ein Baby machen müssen, 9 Monate warten, wollte ich nicht. Also die Hightech-Variante à la Recrana war Headset unter die Wäsche, unter die Wäschebadewanne. Und das Funksignal nach oben übertragen und damit haben wir das wieder durch. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss.